Robert Almar, Nervensäge. Marco Arnautovic, Blödsinn, das war Julian Baumgartlinger. Hab ich erkannt als seinen Lockis. Aber jetzt beginnt das Halbfinale. Schauen wir mal sein Team. Okay, Dreierkette. David Villa, die Legende. Also für mich ist er eine Legende. Fernando Torres, Kuba, Monreal. Okay, ab ins Spiel mit uns. Der lässt sich nicht lumpen. Der lässt sich nicht lumpen, der Freund. Immer dieser Almar. Marc Janko, okay, da hat man jetzt seine Geschwindigkeit gemerkt, nämlich er hat keine. Super Klatzi. Shit. Mann, ich vergesse es immer. Warum die immer nur lange Bälle hoffen? Das gibt's nicht. Die machen immer lange Bälle. Die ganze Zeit würde ich das nicht rausschneiden alles, ohne Witz. Boah, schau, meine ich, wieder langer Ball. Immer hoffen. Schau, wieder langer Ball. Mann, ich höre auf, das rauszuschneiden. Und ich zeige euch das einfach. Schau, was die machen. Halbzeit 0:0. Also ich hasse solche Gegner. Ohne Witz, ohne Spielkultur. Einfach so auf gut Glück nach vorne bolzen. Statistikschüsse 4-2, 5-1, aber wie gesagt, der macht nur Weitschüsse oder keine Ahnung, was der macht. Passgenauigkeit hat er 43%, das sollte schon alles sein. Zum Glück war es ein Foul. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Was macht der? Wo ist Marc Janko? Wo ist Marc Janko? Keine Kommentare. Warum tue ich mir gegen solche Gegner so schwer? Bitte. Der darf nicht gewinnen. Der darf überhaupt nicht gewinnen. Wieder langer Ball. Das ist ja schon langweilig. So. Jetzt stecke ich einmal durch. Aber ja, daneben. Verdrückt. So, aber yes. Marc Janko. Marc Janko! Das ist unser Torgarant, der ist so ein Wahnsinn. Also ich habe das schon ziemlich oft jetzt schon gesagt, aber bitte, bitte, wenn er eine Chance hat, dann macht er die auch rein. Also ich hätte mir wirklich vieles gedacht jetzt, aber nie, dass ich ins Finale kommen könnte, aber es schaut wirklich extrem gut aus. Das Match ist vorbei. 0:1 gewonnen, also wenn ich es wem nicht gegönnt hätte, dann hätte ich es jetzt diesem Gegner gegönnt. So ein richtiger, richtig komischer Fuchs. Zum Glück habe ich Christian Fuchs. Gut, der war nix, egal. 0:1 gewonnen. Man of the Match, Julian Baumgartlinger. 7:1, also ein Schuss aufs Tor. Völlig Banane, egal. Wir haben das Finale erreicht, meine Freunde. Ich hoffe mir, dass ich das jetzt auch gewinnen werde. Also, ab ins Spiel mit uns. So, nach 10 Minuten suchen, Gegner gefunden. Nehmen wir mal Juve. Grande Finale, Grande Finale. Super, super wird das werden. Oh Gott, ich bin so aufgeregt jetzt gerade. Erste Folge und gleich ins Finale, aber das wird jetzt schon ein Gegner. Lukaku, Mane, Barkley, Damian, Baba. Ja, da hilft es eigentlich wirklich nur Glück. Hoffentlich auch Können und hoffentlich auch kein Können des Gegners. Aber er ist im Finale, das heißt, er muss irgendwas drauf haben. Ab ins Spiel. Robert Almar, Nervensäge. Marco Arnautovic! Blödsinn, das war Julian Baumgartlinger. Hab ich erkannt als seinen Lockis. Eieiei. Oh. Shit. Boah, wieder ein behinderter Fehler von mir. Bist du behindert?
Also das ist, wow. Ich bin so, wow. In manchen Sachen bin ich noch immer so ein richtiges Kindergartenkind. Immer dieselben Fehler. Das regt mich schon so auf. So, 11 Meter. Okay, ich bin schon langsam zu lachen. Jede Folge 1 Elfmeter. Und da kommt wieder unsere Strafraumkobra, Marc Janko. Bitte halte jetzt nichts. Boah, sehr souverän wieder einmal, Marc Janko. Bravo, bravo, bravo. Boah, Wahnsinn. 1-2-1. Und das 2-2-1. Oh mein Gott, das war gleich die Antwort. Was hätte ich machen sollen? Entweder hätte ich Elfer bekommen oder eben das hier. Ja, einmal ist halt leider Gottes doch ein kleiner Fliegenfänger. Egal, Eckbälle kann er nicht schießen. Jawohl, Marco, dribbel dich ruhig selbst aus. Super gemacht. Freistoß. Robert Almer. Wow, Marc Janko wieder mal. Schade, Marmelade. Halbzeit. 2-1 für den Gegner. Ja, er hat schon mehr Spielanteile. Ist auch das Finale. Er hat auch ein gutes Team. Egal, wir halten noch gut dagegen. Hoffentlich gewinnen wir. Ansonsten, ich bin trotzdem eigentlich ziemlich stolz. Wieder ein Freistoß. Oder doch nicht. Oh mein Gott. Super Pass, danke Lukaku. Wow, Marko Arnautović, oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Jetzt kommt das Unvermögen wieder. Oh Gott. 12 Sekunden später. Nein, 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 nein. Ah. 30 Sekunden vorher hatte ich die Chance zum Ausgleich. Jetzt liege ich 3-1 hinten. Love. Oha. David, was war das? David. David, was war das? Was ist los? 10 Strafrunden. Nach dem Match. Schau nicht mal den triffst du, super. 4-2, Slatko Junusovic. Nicht schlecht gemacht, jetzt habe ich mal Sweaty abgepasst. Aber nicht einmal der ging rein. Aber egal. Wird halt der schwere Ball werden. Ja, das ist ziemlich einfach gemacht. 11 Meter. Shit, das kriege ich auch nochmal ein. Mal wieder, glaube ich. Oh, shit, shit, shit. Ja, da ist ja. Schade, Marmelade. War aber schön, so weit gekommen zu sein. Und er macht mich gleich einmal ein bisschen brut. Fuck you! Das... Gut. Bei diesem Spielstand kann man es auch so machen. Von daher, kein Problem für mich. Kein Problem. Ja, den kann ich jetzt da einmal versenken. Das kann kein Problem, aber ich spiel mal einfach auf. Kein Problem. Oh. Einmal mit dem Assist, alles klar, alles klar. Und wer war der Torschütze, war das ein Abwehrspieler, das ist ja noch die Krönung dort. Oh Gott. Wer war das? Marc Janko, unsere Cobra. Ja, meine Ohren sind gerade so richtig heiß, weil ich das gerade so richtig unterhaltsam finde. Vorbei, leider Gottes 5-3 verloren. Gegen einer muss man schon sagen, gutes Team, sehr guter Gegner. Daumen hoch an dich. Mit dem Elfmeter hast du zwar ein bisschen übertrieben, sehr gut gemacht. Egal, Spenny FC, Grüße an dich. Aber das letzte Tor habe ich dich jetzt genauso im Meier gemacht, wie du mich mit dem Elfmeter-Tor. So, schauen wir nochmal zum Abschluss kurz auf die Statistik. Ja, so eindeutig ist es zwar nicht, also ziemlich ausgeglichen, wobei, ja, 14 Schüsse ist halt schon
muss man schon anerkennen, dass er ein wenig besser war. Aber trotzdem Elfmeter, geil, geil, geil. So, meine Freunde, ich hoffe, euch hat die erste Serie gefallen. Als nächstes tendiere ich dazu, dass ich Kroatien nehme. Hab nämlich einige kroatische Freunde. Ich denke mir, mit dem Team als nächster fahre ich ziemlich gut. Oder auch Türkei. Also Kroatien oder Türkei werde ich nehmen. Also das entscheide ich dann auch kurzfristig. So, meine Freunde, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bitte liken, kommentieren, partnieren. Und ja, WageMatch Pinksleeves, ihr könnt mich ruhig kontaktieren. Instagram oder Facebook ist alles in der Videobeschreibung. Der Kiss darf nicht fehlen, meine Freunde. Also, tschüss, wir sehen uns. Bye, bye.